dünkte, es käme ein Mann in Pilgers Art. Und er erkannte in seinem Geist, dass er von fern kam. Mein Vater hat ja alle Ämter und überhaupt alles angerührt. Und in dieser Zeit, als ich Hans Vovlien das erste Mal an die Landsgemeinde durfte, ist das Leiden vom Vater eines der schlimmer geworden. Gesagt hat er fast nie mehr. Und gegessen hat er auch nicht mehr richtig. Und ich, Story, habe das alles und sogar mein Mann, der Kleis, schier nicht mehr ertragen. Was mir so aufgefallen ist, bei allem, was man von ihm weiß, dass er vielleicht auf der einen Seite ein sehr lebenslustiger Mann gewesen ist, aber auf der anderen Seite es mit der Angst zu tun hatte. Wer diese Vollkommenheit um jeden Preis haben will, der verfehlt sie und der kann einen riesen Absturz haben. Der fällt, wie auch eine Mystikerin mal gesagt hat, unter den Schwanz des Teufels. Später hat mir der Glas gesagt, er sei sicher gewesen, dass es der Teufel sei, der ihn ewig geplagt hat. 1488 Hexenhammer, Höhepunkt der Hexenverfolgung, der Teufelsaustreibungen, Wölflin und die neue Zeit, die Humanisten, die wollten Bruder Klaus wegnehmen von dieser Nähe zum Teufel und haben deshalb das in den Vordergrund gestellt, was auch für die Kirche interessanter war, das war natürlich der Gehorsam. Die Leute sind dann zu Tausenden gekommen, übrigens nicht nur, um seinen Rat zu holen, sondern um ihn zu berühren und um gesund zu werden durch seine Fürbitte.